Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Eloa. Es geht weiter, nachdem ich ein bisschen im Offscreen gezockt habe. Ich bin jetzt mittlerweile Level 8, also nicht arg viel im Offscreen passiert, aber wir stehen jetzt hier vor dem Eingang zur ersten Instanz, zum ersten Dungeon und naja, ich würde sagen, das schauen wir uns gemeinsam an. Da will ich euch mitnehmen und das Ganze nennt sich Rumen Heartland, ist Level 8. Empfohlen. Ab Level 6 kommt man rein, ist eine Instanz für eine Person und die Quest dazu gibt es direkt vor der Haustür sozusagen. Ich habe mir meine Pets mal angeguckt, da ist, glaube ich, im Vergleich zum letzten Mal ein bisschen was dazugekommen. Wir haben hier diesen wandelnden Tod. Könnt ihr mal kurz rufen? Schauen wir uns mal kurz an. So, Moment. So, holen wir den mal da. Haben wir einmal den Tod quasi, dann haben wir einen Lycan Warrior. Das ist gerade als Questbelohnung, glaube ich, gekommen. Würde entsprechend bei der Crit-Rate was reinbringen. Den Wolf kennen wir natürlich alle. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier hatte mit sagenhaften plus 2 Hitpoints. Also das Tier schlechthin. Hier hätten wir eine Crit-Evasion. Den kennen wir, den Titan-Follower. Und den Trent, den Baum mit Evasion plus 59. Den kennen wir auch. Ich bleibe bei meinem Special-Egg-Roll. Und nehmen da die Buffs mit auf Attack Points, auf Defense Points, auf Damage Received ist Decreases Damage Received, also da wird der Schaden, den man bekommt, entsprechend reduziert. Lange Rede, kurzer Sinn, rein in die Instanz und hier sehen wir auch nochmal die ganzen Anforderungen bzw. Optionen und wir könnten vielleicht bei anderen dann auch wählen, ob wir einfach normal oder sonst was wollen. Hier ist nur normal verfügbar, rein da. Yeah, ich bin drin. So, und jetzt müssen wir was töten. Okay. Puppet, Skeleton, Archer und irgendein Device müssen wir finden. Okay, schauen wir mal. Hallo. Okay. Und ich muss mir mal angewöhnen, dass ich... Das ist echt so schlimm. Ich weiß gar nicht, kennen wir die ganzen Skills eigentlich schon? Ich muss mir mal angewöhnen, ich mache immer durch. 1, 2, 3, 4 und dann will ich 5 drücken und 5 ist schon der Drank. Ich habe gerade wieder einen Drank gesoffen, ohne dass ich es hätte machen müssen. Dann geht es weiter mit QWER. Eigentlich gut, weil das alles viel bessere Reichweite ist. Aber ja, ne? Wir haben einen neuen Heilzauber. Das ist so eine Heilung über Zeit im Grunde genommen. Den, ach so, muss ich mit W machen oder mit rechter Maustaste wäre das. Solange wir da in diesem Feld, glaube ich, steht, regeneriert man entsprechend. Wir sehen, wenn wir jetzt rausgehen, ist es eher weg oder doch nicht. Egal. Den haben wir noch und ansonsten haben wir hier so einen Hammer. Ich glaube, den hatte ich aber schon in der letzten Folge. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das ist der Nachteil, wenn man im Voraus zockt. Schön ist halt die Sache mit der Heilung natürlich. So, die nehmen wir mit, wo es geht. Wobei ich da ein bisschen auf die Energie achten muss, das habe ich zuletzt schon gemerkt. Ist gar nicht so einfach. So, ich glaube, hier haben wir alles, auch wenn die Questmarkierung hier noch ist. Wir schauen uns mal kurz die Karte an. Ja, ich glaube, wir gehen auch mal nach dort raus. Ich schaue mich ja immer gerne um. Das ist, ich bin immer noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist für mich immer noch so ein bisschen schwierig. Mit dem Wechseln der Stances, mit dem Wechseln der Haltung, das ist noch nicht so flüssig bei mir, wie ich es gerne hätte. Muss ich ganz ehrlich zugeben, muss ich mich noch ziemlich dran gewöhnen, dass das irgendwie flüssiger wird, aber ich denke mal, das kommt mit der Zeit. Und es ist jetzt anfangs zum Glück noch nicht so schlimm. Hoffe ich zumindest, wenn man es noch nicht so 100% beherrscht.
So, und wir sehen, es tut schon hier und da sogar ein bisschen weh. Heilt der mich? Nee, das bin ich. Ich frage mich nur, warum ich mich heile. Naja, warum auch nicht. Ich nehme das gerne mit. Wir machen einfach mal die Heilung auf weh, bleiben hier kurz stehen, hauen uns noch die hier rein. Und dann sparen wir uns da die mehr oder weniger wertvollen Tränke. Obwohl man die zugegebenermaßen ganz schön hinterhergeschmissen bekommt. Ja, das Beta-Event, das kann man ja mal erwähnen. Das ist die Initial Beta, also sowas. Ja, also eine Closed Beta gibt es nicht richtig. Man kann sich anmelden und mitmachen. Aber es ist die erste Beta und hiernach gibt es natürlich einen Vibe. Das habe ich bisher noch gar nicht so erwähnt. Aber ist selbstverständlich der Fall. Das heißt also, wir müssen hier danach nochmal neu anfangen, wenn diese Beta hier rum ist. Und das ist nach einer Woche der Fall. Dann geht diese Initial Beta zu Ende. Später kommt dann noch die entsprechende Open Beta. Von der sollte man ausgehen, bleiben dann die Spielstände auch erhalten. Aber hier nicht. Insofern ist es natürlich durchaus sinnvoll, vielleicht auch ein bisschen schneller hier durchzugehen. Oh, das habe ich. Bin ich vielleicht ein bisschen voreilig da reingestürmt, muss man fast sagen, aber gut. Hat zugegebenermaßen kurz weh. Ich hätte da den Skill mit diesem Maze Curtain, das heißt also diesen, wie soll man sagen, den Vorhang aus Hämmern, aus Keulen, den hätte ich. Okay, da ist die Falle, da muss ich erst ausschalten, das war, ist dieser andere Quest. Nee, ist klar, ach, gar kein Problem. Noch ein paar mehr vielleicht? Moment, wo war denn der Hammer auf Q? Uff. Tut ein bisschen weh. Trotz Hammer. Ich muss das einfach noch mehr Intus haben, auf welcher Taste hier welcher Skill ist. Das ist... Wenn man das jetzt hier nicht so häufig spielt und dazu noch andere Games hat, kann ich euch echt sagen, das ist richtig schwierig. Das ist richtig schwierig, diese Sache hier zu managen. Weil natürlich mixe ich es total durcheinander mit allen anderen Games im Grunde genommen. Mit Wildstar, mit... Wo kommen die denn alle her hier? Eieiei. So, nehmen wir uns mal eine kleine Heilung mit. Dann schmeißen wir mal so einen Mana-Trank, nenne ich es einfach mal, rein. Huch, falsch. Kommen die immer wieder neu, oder? Sind die hier tatsächlich noch alle? Da oben ist auf jeden Fall das Device. Es blinkt schon die ganze Zeit dieser grüne Pfeil. Insofern werden wir das mal ordentlich kaputt machen können. Casting cancel. Achso, da unten läuft eine Leiste. Ja. Ui, what happened? Tja. Vermutlich ist die Falle aus. Ich habe übrigens hier eingeworfen, die gab es als Login-Bonus. Der Login-Bonus ist auch durch ein Event begünstigt, sozusagen. Man bekommt momentan für die Beta ganz viele Login-Boni. Unter anderem hatte ich ja dieses Mount, also dieses, ne, die wandelnde, etwas gefräßige, lustig aussehende Blume bekommen, die ja wirklich ordentlich Buffs gibt, zudem noch als Mount zur Verfügung steht. Also wirklich... Tipptopp, und das so als Login-Belohnung war natürlich relativ viel, aber das ist nur im Zuge der Beta bzw. der Initial Beta. Das sollte man jetzt nicht erwarten, dass das wahrscheinlich dann auch noch nach der Beta so der Fall sein wird. Und eben dabei gab es auch noch diese Buffs, dass man mehr Gold bekommt. Übrigens hier quasi gar nichts bisher.
beeindruckend, fällt mir gerade auf. Ich bekomme überhaupt keinen Loot hier. Also es hat sich voll gelohnt, dass ich hier den Goldbuff anhabe. Das ist gut. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ich glaube, ich habe hier noch überhaupt nichts. Noch überhaupt nichts gelootet. So, what is that thing? Das ist ein Evil Valtasar. Ne? Das ist, ja. Was macht man da? Ich würde sagen, schauen wir mal ganz kurz, was wir hier an Skills haben. Hier haben wir Nightmare. Immediately moves you to a location. Achso, das ist so ein Ansturm über 8 Meter im Grunde genommen und verursacht Damage am Schaden, am Punkt, wo man entsprechend landet. Und dann haben wir hier 3, was? Charges 3 meters to inflict 3 attacks. Also da stimmt man 3 Meter voran, macht 3-mal Schaden. Und hier haben wir noch diese Penetrating Spears und so weiter. Das kennen wir bereits. Ich bin gerade zum Überlegen, auf welcher Stufe ich anfange. Ich könnte. Ah, guck mal. Da wird er doch direkt mal niedergeworfen. Ah. Lächerlich. Go back to the Echo of Silence. Hier muss ich jetzt wieder raus. Ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, ist das in der Instanz jetzt schon gewesen, als dass das hier kein Loot gab. Ich finde, solche Spiele leben vom Loot. Dass hier jetzt keiner ist, klar, wir werden jetzt wahrscheinlich eine ganz gute Questbelohnung bekommen, aber die, na super, ich krieg ein Appraisal Certificate. Ein bisschen, das ist also sehr billig gewesen, muss ich sagen. Wir schauen uns mal an, was weitergeht. Take die Medicine und die müssen wir dann mal benutzen. Okay. Was ist denn hier? Das scheinen, sind das Tagesquests oder was? Could you please go to the room in Heartland to eliminate Titan followers next? Thank you. Okay, jetzt müssen wir hier. Okay. Und kriegen dann dafür Heiltränke, Erfahrungspunkte 552. Das sieht sowas, also zumindest sind diese blauen Symbole in anderen Games immer wieder die Tagesquests. Ich nehme das jetzt mal nicht ab, da waren wir gerade drin. Und ich will jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal da reinstolpern. Stattdessen machen wir uns lieber zum nächsten Questgeber und schauen mal da weiterzukommen. Also in der letzten Folge war ich zugegeben enttäuscht von den von dem Crafting-System, wobei man in so Spielen sehr häufig nicht unbedingt viel mehr erwarten kann, scheint's heutzutage. Früher, da war dann alles besser. Naja, und jetzt jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht vom Dungeon und dem fehlenden Loot. Weil, warum gehe ich in Dungeons rein? Für die besondere Herausforderung zum einen, das ist klar, aber dann eben auch dafür, dass es dort besondere Items gibt und, oder? Also, sehe ich so. Ich frage mich jetzt, was das sollte. Oder ob das noch reinkommt. Und jetzt eben noch fehlt. Das kann natürlich auch sein. Aber dann hätte ich an Entwicklerstelle da was reingeschrieben irgendwie, nach dem Motto, Loot fehlt noch, bitte nicht wundern. Weil ich ärgere mich gerade, dass ich meinen Erfahrungspunkte-Buff und mein Gold-Buff da jetzt verschwendet habe, mehr oder weniger. Na gut, also hier, die Questtexte schenken wir uns, ne? Wir schauen einfach immer, was wir machen wollen oder sollen vielmehr. Und das mit der Story, das schenken wir uns erstmal. Wir müssen jetzt irgendwie Goblins töten und das möglichst in der anderen Richtung. Hier ist auch noch eine Quest. Hier vorne. Okay, müssen das Eckrollololl-Habitat, okay. Ja, der verwirrte alte Mann erzählt uns eine lustige Story. Und
Wir müssen mit jemandem reden. I can feel power searching up within like an... Okay, also irgendwie haben wir einen Buff bekommen. Oh, für 4 Minuten. Absorbing a Lethal Lord's Power increases damage by 15%. Okay, da sollten wir jetzt vielleicht uns ein bisschen beeilen. What a beautiful day. What happened to you? It looks like the Elite Lord is back. You feel powerful? Wow, I wish it was like that. Okay, bla. Find the Ekrololol Habitat. Also da irgendwie ein Lebensraum. Diese lustigen Tierchen hier müssen wir finden. Das werden wir. Mal schauen, wie weit wir müssen. Irgendwie darüber, da haben wir zumindest die 1 und unten ist die 2. Wollen wir jetzt erstmal, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Buff dafür brauche, weil ich den ja immer nur 4 Minuten hier habe von diesem alten Typ. Gehen wir erstmal da unten hin und kümmern uns dann um die Goblins danach. Na, guten Tag. Ach wie, muss ich die jetzt... So, Level 9. Achso, das ist mein eigener Eck. Dingsbums. Gut, hier gibt es wenigstens was zum Aufsammeln. So, use the back portal. Okay. When applying the new transformation, you abandon the current transformation. What? Would you like to transform? Ja, komm. Tada! Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Okay. Wir müssen wieder zurück. Hui. Okay. Oh, das war alles. Ich dachte, wir bleiben jetzt eine Weile. Na gut. Jetzt bin ich, glaube ich, dumm gelaufen, aber das kann ich gut. Die Story ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wer weiß, aber es ist von den Quests, die man erledigen muss, das meiste eben ein Bringen, Töten, Reden, sich Storys anhören und... Ja, gut, was kriegen wir hier? Changes your character's appearance for 15 minutes. Und damit... You cannot fight. Was bringt mir das? Wäre ich dann vielleicht nicht angegriffen? Naja, mal schauen. Wofür auch immer ich... diese Rolle braucht, aber vielleicht ist das auch einfach nur so ein kleines Gimmick, dass man sich einmal da verwandeln kann. Jetzt hauen wir lieber mal ein paar Goblins um. Tja, ich bin bei diesem Game so ein bisschen hin und her gerissen. Bisher. Es geht ja darum, in dieser Beta oder auch in diesem kleinen Let's Play, was ich hier mache, eben einen kurzen Einblick zu bekommen. In das Game und zu schauen, was man hier so hat. Übrigens eine neue Attacke. Wieder ein AOE. Dreifach. Es ist alles auch so ähnlich. Zig AOEs, die man hat. So weit, so gut. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das... den verschiedenen Stances. Im Grunde genommen ist es nur eine aufgeteilte Aktionsleiste, die man dadurch hat, finde ich jetzt persönlich. Gut, in dem einen Stance hat man halt... in dem einen Stance hat man halt die Heilung, in dem anderen eher nicht. Das ist soweit auch okay, aber... Die Stances sind ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Ist was Interessantes, aber ich weiß noch nicht, entweder bin ich ein bisschen zu blöd oder es spielt sich nicht so recht flüssig. Vielleicht muss ich auch meine
Tastatur einfach ein bisschen anpassen, meine Tastenbelegung. Das wiederum ging nicht so ganz, wie es sollte bei mir. Kann auch an meiner Konfiguration liegen. Ich hätte es ja gerne auf die Maustasten gelegt, also auf die Maustasten 5 und 6 und die mittlere Maustaste vielleicht zum Wechseln in die verschiedenen Stances. Das wäre deutlich simpler als mit den F-Tasten. Und eine besondere Belohnung. So. Also wie gesagt, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wie gesagt, tolle Ansätze zum einen und zum anderen halt irgendwie so ein paar Schwächen. Das Crafting ist die eine auf jeden Fall. Darüber hinaus war jetzt die Instanz, die erste, ein bisschen sinnlos durch den fehlenden Loot. Müssen das Ganze mal natürlich noch ein bisschen länger beobachten und vor allen Dingen auch schauen, was sie draus machen, wenn die Beta dann vorbei ist, beziehungsweise... Ach, ich wollte mich heilen, ich habe den Skill gerade gar nicht. Super, tolle Sache. Hab noch vom ganzen Reden. Hier gab es wieder einen besonderen Loot. Wir müssen halt mal schauen, was in der Open Beta dann ist, wie sich das Spiel bis dahin dann weiterentwickelt hat. Und dann erst werde ich das abschließend bewerten können. So ist es erstmal nur ein guter Ansatz. Zumindest in meinen Augen. Goblin Supplies, die müssen wir sammeln. Und Nummer 3. Ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel hier prinzipiell schlecht finde. Das Setting, klar, das muss man... das Setting muss man natürlich mögen, das ist klar. Prinzipiell allerdings finde ich es nicht verkehrt. Ist mal ein bisschen anders als diese ganzen Hack'n'Slays, die alle düster und... ja, dunkel sind einfach in ihrer ganzen Welt, in der ganzen Geschichte. Und hier ist so ein bisschen... ne? Durch den Anime-Style halt ein bisschen runter, ein bisschen lustiger, durchaus interessant. Also das, wie gesagt, das ist eine Geschmacksfrage. Der eine mag es, der andere nicht. Das kann man nicht generalisieren oder generell die Frage beantworten, was gut ist oder was schlecht ist. Aber von der Spielweise finde ich es nicht so sehr flüssig. Habe ich zu wenig MP? Müssen wir die mal reinhauen. So, da unten ist noch irgendwas, was man einsammeln. Wahahaha. Moment, machen wir mal so. Alter. Nein, nicht ihr auch noch. Verdammt. Gleich haben wir das. Sekunde. Lass mich! Das tut gerade ziemlich weh, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Haben wir den Spaß. Aber wenn man dann mal ein bisschen läuft, ein bisschen die Gegner kitet, dann geht es. Ich war jetzt auch einfach nicht mehr im Kopf bei der Sache. Auf jeden Fall werde ich mir das Spiel weiter anschauen. So viel steht schon mal fest, das ist ganz klar. Es macht schon prinzipiell Spaß. Und man muss jetzt halt gucken, wie es weiter sich entwickelt. Ob da noch Innovation reinkommt. Oder ob es dabei bleibt. Auf jeden Fall interessant ist die Geschichte mit den Pets. Das bleibt schon mal festzuhalten. Da denke ich, wird dann auch noch demnächst in einem Tutorial erklärt werden, wie man die Pets levelt bzw. wachsen lässt.
Und wie man sie verschmelzt oder verschmilzt miteinander, das ist durchaus mal eine Innovation. Soweit ganz nett. Interessant wäre auch noch zu wissen, ob es später vielleicht Pets gibt, die auch noch mitkämpfen können. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Die sind alles, das sind Buffgeber entsprechend, oder man kann reiten oder hat irgendwelche Skills, die man speziell einsetzen kann, wie dieses Wegteleportieren. Ich suche gerade mal nach einer Stelle, wo ich Ruhe habe. So viel dazu. Eigentlich wollte ich nämlich mal so langsam das Folgenende einläuten, aber ne? So. Wir haben dafür jetzt die Quest vollendet und dann machen wir mal Folgendes. Wir reiten hier mal schnell raus. Da unten ist noch irgendwas. Was ist denn hier? So eine Art Boss. Gibt es da eine spezielle... Haut er jetzt ab, oder was? Na toll, einmal neu. Scheinbar waren wir da aus einer Range raus. Sekunde, dann machen wir jetzt den Boss noch. Hier geht's aber gerade ab. Jetzt liege ich erstmal da, okay. Interessant, also hier kommen dann doch noch Gegner, die auch ein bisschen mehr können. Interessant, interessant. Jetzt liegen wir alle da. Man merkt halt, dass dieses Spiel neu ist. Keiner kennt die Gegner. Can't have it, ja. Super. Aber zum Abschluss nochmal so eine Art kleinen Boss gehabt, was auch immer das jetzt genau damit auf sich hatte. Wir haben ein paar... Hau ab. Die Holy spawnen ja schnell, das ist unglaublich. Hier kommst du ja überhaupt zu nix. Hey, Mann. Auch das wird der Beta geschuldet sein. Da gibt es sicherlich Anpassungen noch später. So, ich glaube, hoffe, denke, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Ruhe. Dann würde ich nämlich sagen, endlich sozusagen... Wir, mal gucken, heute habe ich sogar keine falsche Musik im Hintergrund, wie bei den letzten Endscreens. Ja, da ist ein bisschen was schief gelaufen. Also, es geht dann in der nächsten Folge, ich denke mal so ein, zwei wird es noch geben, dann wird diese Beta auch schon wieder zu Ende sein, dann ist die Woche auch schon rum. Und wir warten dann auf die Open Beta, auf eure Meinung zum Game, bin ich insgesamt gespannt. Wie gesagt, die tollen Ansätze sehe ich. Die dann auch zu Ende gebracht werden, sozusagen, diese Ansätze zu einem tollen Ganzen, das weiß ich noch nicht so ganz. An der Grafik störe ich mich nicht, die ist sicherlich nicht von heute, die ist eher ein bisschen von gestern, aber in sich kann so eine Grafik und so eine Welt stimmig sein und wie gesagt, es ist wenigstens mal was anderes als die ganzen anderen düsteren Hack-and-Slay-Spiele, die alle so in die Diablo-Kerbe schießen wollen und irgendwelche ja, grimmigen Typen haben sozusagen. Das ist dann doch mal ein bisschen anders. Der eine mag es, der andere nicht. Das Crafting ist schwach, stand jetzt. Die Instanz, die erste war auch enttäuschend, stand jetzt. Was draus wird, wir werden es beobachten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.